Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute zu dem zweiten Teil, zu dem Thema, wer macht was nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3. Das war dieses rote Buch. Wir haben im ersten Teil schon mal darüber gesprochen, welche Funktionen es gibt in der Feuerwehr. Das heißt, diese ganzen taktischen Zeichen. Das Thema haben wir schon durch. Wir kommen jetzt dazu, wer was macht. Und zwar werde ich euch ein paar Vorschläge bieten, eine Variante. Das kann man immer auch anders machen. Aber nur damit wir mal zum Ziel kommen, werde ich mal ein paar typische Einsatzszenarien durchspielen. Wer was macht im Löschangriff? Und zwar beim Unterflutranden, bei der Wasserentnahme vom Unterflutranden oder beim offenen Gewässer. Der dritte Teil später wird sich darauf beziehen, was machen wir bei einer Hilfeleistung, also bei einer technischen Hilfeleistung? Was macht da der Wassertrupp? Wahrscheinlich kein Standrohr setzen, ne? Okay, kommen wir an Teil 3 zu. Teil 2 geht es darum, wie ist der Einsatzablauf? Wie gesagt, ein Vorschlag von mir. Die FEDV3 ist relativ grob beschrieben, also nicht alles ist so feingliedrig beschrieben, wie ich es jetzt hier mache. Aber ich versuche mal, euch was in die Hand zu geben, Truppenmannausbildung oder und im Alltag natürlich auch, wer was macht. Weil eins ist klar, wenn der Ablauf funktioniert, sind alle fast gleichzeitig fertig. Wenn jeder in seine richtige Richtung rennt, sind wir alle zugleich fertig und sind optimal für einen Einsatz, schnell, effizient. Es gibt nichts mehr zu besprechen, es läuft. Okay? Super, steigen wir mal ein. Wie ist der Einsatzablauf? Wie gesagt, Löschangriff, wir fangen jetzt an erstmal mit dem Unterflöh dran. Gut, der Einsatzbefehl könnte aussehen: Wasserentnahmestelle, Unterflöhhydrant, Verteiler, eine B-Länge hinter der Pumpe, je nach Lage, aber wir gehen jetzt, wie gesagt, die Beispiele durch, zum Einsatz fertig. Und dieses zum Einsatz fertig ist genau das, was jetzt den Einsatz mit Bereitstellung beschreibt. Das heißt, wir machen uns erstmal fertig, bereiten schon mal vor, was wir können, was immer passt. Und von da aus machen wir dann weiter. Wir wissen noch nicht, brauchen wir ein Schraubenrohr, brauchen wir ein B-Rohr, Innenangriff. Wir wissen noch gar nicht, wo es genau brennt, was erstmal wichtig ist zu bekämpfen. Das muss erstmal erkundet werden, okay? Deshalb, so ein Einsatz mit Bereitstellung. So sieht der Befehl aus: Wasserentnahme, Stelle, Unterflutrand, Verteiler, eine B-Länge hinter von der Pumpe entfernt, zum Einsatz fertig. Was macht ihr jetzt? Ihr seid 8 Leute in einer Gruppe. Wir beziehen uns jetzt nur auf eine Gruppe und sprechen jetzt durch, wer was macht. Ich habe ein paar Abkürzungen verwendet, damit wir vom Gleichen reden. Aber erklärt sich meistens selber. Gruppenführer, GF, Melder oder Melderin, ME, Maschinist, MA, ATF, Angriffstruppführer, Führerin, Angriffstruppmitglied, WTF, Wassertruppführer, WTM, Wassertruppmitglied. Dasselbe beim Schlauchtruppführer, STF und Schlauchtruppmitglied, STM. Ne? Nur, wenn ich die Abkürzung nehme, dass ihr wisst, was ich meine. Merkt euch die Minutenzahl, sonst spult ihr rund zurück, wenn ihr nicht genau wisst. Okay. Super, also los geht's. Es war mit Bereitstellung Unterflöhdrand. ME Melder. Der Melder hat eigentlich den einfachsten Job erstmal, ist aber nicht unwichtig. Ne? Melder werden oft so gedacht, ja, kann ja jeder machen. Gerade nicht. Aber er rüstet sich aus mit einer Handlampe und bleibt dann in ständiger Nähe des Gruppenführers. Natürlich nur, solange er es nicht was anderes befiehlt. Das heißt, er ist bereit für Aufträge, wie zum Beispiel zur Erkundung im Gebäude, um Gebäude, Wassernahme stellen, was auch immer sich der Gruppenführer ausdenkt. Das ist der Melder. Das ist eigentlich fast jedes Mal gleich. Melder, okay. Kommen wir zum Maschinisten. Beim Unterflutrand nimmt er erstmal ein Sammelstück. Früher auch genannt Hosenstück. Ihr wisst, guckt euch sonst diese Löschgeräte-Video von mir an. Wenn ihr nicht wisst, was ein Sammelstück ist, könnt ihr das da nochmal sehen. Ein A-Eingang in der Pumpe, der hat 2 B-Eingänge macht, okay, mit der Klappe drin. Gut, nehmt das Sammelstück und besser ist ein Kupplungsschlüssel gleich mit aus dem Fahrzeug. Dann an der Pumpe muss er alle Kappen entfernen. Wir machen das auch irgendwann nochmal praktisch, so eine Pumpe in Betrieb nehmen. Wie ich es mal gehört habe, alle Kappen müssen runter. Die Maschinisten unter euch wissen warum. Montiert natürlich vorne das Sammelstück, was ich eben meinte, den Eingang der Pumpe. Verbindet dort die liegenden B-Schläuche in Richtung Standrohr, also dieses B-Schlauch, der Richtung Standrohr geht, den muss er so schnell ankuppeln, wie es geht. Weil, sobald der Wassertruppmann fertig ist, kommt Wasser. Das heißt, stellen wir uns vor, um die Ecke rum, hier ist die Pumpe, um die Ecke rum ist der Unterflutrand, die B-Leitung liegt und da wird kein Wassermarsch mehr gerufen. Sobald der das Standrohr gespült hat, das dauert natürlich seine Zeit, und der anklemmt und aufdreht, kommt da Wasser. Wäre natürlich schön, wenn der B-Schlauch dran ist an der Pumpe, ne?
Deshalb der Maschinist als erstes, sobald er Sammelstück dran hat, diesen B-Schlauch fest ran. Okay, weil da kann jeden Moment Wasser kommen. Das ist damit gemeint. Und danach kuppelt er in aller Ruhe den B-Schlauch in den Pumpenausgang an, also sozusagen, wo es dann zum Verteiler geht. Ne? Antwortet dann auch in dem Zug an den Zuruf des Wassertruppführers. Da kommen wir gleich noch zu, was der Wassertruppführer macht. Der ruft nämlich zwischendurch dann irgendwann Wassermarsch. Und dann antwortet er natürlich mit verstanden, das ist vom Maschinisten. Ne? Laute Kommunikation deutlich, am besten noch mit Handzeichen. Verstanden oder halt. Ne? Von mir aus Maschine stopp, aber dass man Kommandos macht, verstärkt mit der Hand. Es ist laut, im Einsatzgeschehen ist es laut, die Pumpe ist laut, wenn die läuft. Deshalb verstanden und danach dreht er auf. Ne? Das ist damit gemeint. Okay, das ist eigentlich immer fast das Gleiche bei den beiden. Kommen wir jetzt beim Unterführhydranten mal zum Angriffstrupp. Was macht der Angriffstrupp? Schauen wir uns mal an. Der Angriffstruppführer, zur Erinnerung, das ist dieses ausgemalte schwarze Dach, ist immer der Führer. Der bestätigt erstmal, wenn vorne noch alle angetreten sind und der Gruppenführer sagt, zum Einsatz fertig. Aha, Bereitstellung. Dann sagt er, wiederholt er das, zum Einsatz fertig. Zur Bestätigung, ne? Okay, dann rüstet er sich mit einer Handlampe und Schlauchhalter aus. Und danach setzt der Führer den Verteiler, weil der Führer ist top ausgebildet, jedenfalls ein bisschen besser als Angriffstrupp-Mitglied, setzt den Verteiler, weil er muss dabei ein paar Sachen bedenken. Trümmerschatten, Gefahrenzone, Trennung und sowas. Ne? Das heißt, der Angriffstrupp-Führer setzt den Verteiler. Das ist fest geregelt. So, Angriffstrupp-Mitglied rüstet sich auch aus mit Strahler und Schlauchhaltern und folgt dem Angriffstrupp-Führer zum befohlenen Ort, also was der Gruppenführer befohlen hatte. Ne? Nämlich in dem Fall war es Bereitstellung am Verteiler. Da trottet der jetzt hinterher. Das heißt, aktuell haben wir folgendes Bild. Der Angriffstruppführer hat den Verteiler gesetzt und die stellen sich beide, also die Pumpe und sowas ist alles hier unten, das ist nicht mit auf dem Bild, und die stellen sich jetzt links davon hin. Angriffstruppführer auf der rechten Seite, Angriffstruppmitglied auf der linken Seite, in Flussrichtung. Okay? Warum auf der Seite und nicht hier? Klar, am Verteiler ist hier das erste Rohr. Und das erste Rohr wird auch als erstes vorgenommen, meistens vor dem Angriffstrupp. Hat sich immer was bei gedacht, ne? Okay, super. Natürlich, wenn er da steht und fertig ist, meldet er zum Gruppenführer, meldet er dann, ne, zum GF, Angriffstrupp einsatzbereit. So nach dem Motto, Kollege kann losgehen, ne? Supi. Kommen wir zum Wassertrupp. Der Wassertruppführer. Und da kann man jetzt natürlich mehrere Varianten machen. Manche sagen, naja, der Führer verlegt jetzt die Schläuche, die B-Schläuche, oder setzt er das Standrohr. Da ist man sich manchmal nicht so ganz einig. Ich erkläre erstmal meine Variante und erkläre euch dann, warum. Grundsätzlich ist das die ganze Wasserversorgung bis zum Verteiler, also von der Wasserentnahmestelle bis zum Pumpe, bis zum Verteiler, ist alles Aufgabe des Wassertrupps. Die sind die Experten, was hier Thema Wasser angeht. Okay? Und der Wassertruppführer verlegt in meinem Beispiel, verlegt den ersten B-Schlauch von der Pumpe zum Standrohr. Okay? Danach den B-Schlauch von der Pumpe zum Verteiler. Und dann am Verteiler mit Wassertruppmitglied ankuppeln. Ne, das, so B-Leitung machen wir nicht immer gern zu zweit, das kann auch mal schwer gehen. Und dann sichert der Wassertruppführer, das ist der Herr der Lage, sichert den Verteiler mit dem, zum Beispiel mit dem Fuß, man kann auch daneben knien, und gibt das Kommando Wassermarsch zum Maschinisten, der da hinten in der Lautstärke dann sagt, verstanden, ne? Okay. Also, ich habe mich entschieden für die Variante B-Druckschlauch, komme ich gleich zu. Es gibt eine Besonderheit, das Beispiel ist nämlich nur für nicht wasserführende Fahrzeuge, ganz normales TSF. Ein TSFW hat Wasser, aber für ein TSF, für nicht wasserführende Fahrzeuge, ist die Variante. Habt ihr Wasser auf dem Auto? Ja, er heißt bei wasserführendem Fahrzeug. Dann legt ihr bitte erst den B-Schlauch von der Pumpe zum Verteiler, weil an der Pumpe ist schon Wasser.
Und erst danach den B-Druckschlauch von der Pumpe zum Standrohr, um dauerhaft Wasser sicherzustellen. Ne? Da dreht man das um. Ihr müsst zu Hause checken, was für ein Auto, habe ich Wasser auf dem Auto oder nicht? Dementsprechend richtet sich die Reihenfolge. Und natürlich sichert er den Verteiler mit dem Fuß und gibt das Kommando Wassermarsch. So, warum macht der Wassertruppführer das mit den Schläuchen? Weil wenn wir diese Variante haben, dass wir Wasser auf dem Auto haben, würde er erst natürlich die B-Druckschlauch verlegen von der Pumpe bis zum Verteiler. Und da er der Herr der Lage ist, kann er auch gleich am Verteiler sagen, Wassermarsch zum Maschinisten, kann losgehen. Ne? Und der Wassertruppmitglied ist unterwegs und setzt das Standrohr. Irgendwo hinten um die Ecke. Ne? Deshalb diese Variante B-Schläuche vom Wassertruppführer oder Führerin. Okay, jetzt ergibt das Sinn, warum ich sage, er macht die Schläuche, weil kann sein, dass er erstmal nur ein Schlauch ausrollt zum Verteiler direkt, kürzesten Weg, gibt erstmal Wasser am Marsch und dann läuft das Wasser schon aus dem Tank. Und danach legt er noch die B-Leitung von der Pumpe zum Standrohr. Ne? Sauber. Gut. Wassertruppmitglied rüstet sich aus mit Standrohr, unter Fluorhydrantenschlüssel, setzt und natürlich spült das Standrohr, also den Unterflödranten. Dazu gibt es auch ein Video, bitte, das ist mir ganz wichtig, dieses mit dem Standrohr setzen und spülen ist total das wichtige Thema. Bitte guckt euch das Video gleich nochmal an, ich werde es am Ende nochmal einblenden. Ganz wichtig. Rüstet sich dann auch wieder aus mit Handlampe und Schlauchhaltern und kuppelt gemeinsam mit dem Wassertruppführer den Verteiler an. Was ich vorhin schon sagte, ne? Wenn es geht. Super. Das heißt, folgendes Bild jetzt. Beim nicht wasserführenden Fahrzeug, TSF, hat jetzt der Wassertruppführer den Schlauch gelegt, also hat ihn ausgerollt, der liegt dann hier irgendwo. Und danach den Schlauch hier hingerollt. In der Zwischenzeit hat das Wassertruppmitglied das Standrohrgesetz gespült, angeschlossen, Druck drauf gegeben. Der Maschinist war natürlich heller, hat schon lange angeschlossen gehabt, dass hier nichts wieder vorbeigeht. Und hier ist natürlich auch angekuppelt und dann treten die rechts vom Verteiler an, weil Wassertrupp ist der zweite Trupp, den wir in der Regel einsetzen. Der ist dann am zweiten Rohr. Okay? Das heißt, so würde das Bild jetzt sein. Man sieht hier noch zwei freie Plätze, wir kommen gleich noch zum Schlauchtrupp. Und der Wassertrupp meldet sich natürlich auch, Wassertrupp einsatzbereit. Okay? Hatte ich natürlich vergessen zu sagen, Schlauchhalter, Lampe und natürlich auch Strahlrohre. Ne? Das geht für beide Trupps. Okay. So, wenn das soweit ist, dann kommen wir jetzt zum Schlauchtrupp. Der Schlauchtrupp ist eigentlich relativ einfach in diesem Szenario, weil der bereitet sich nur darauf vor, was da gleich kommt. Das heißt, wir brauchen gleich ab dem Verteiler wahrscheinlich Schläuche, wenn wir löschen. Das heißt, er nimmt Schlauchtruppführer, nimmt 3C-Schläuche mit und legt die beim Verteiler ab. Und zwar nicht mitten im Weg, wo die Leute stehen, sondern ein bisschen weiter dahinter. Genauso der Schlauchtruppmitglied auch. 3 Schläuche. Also in Summe empfehle ich, mindestens 6 Schläuche sollten da liegen. Das heißt, die legen jetzt die Schläuche hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann tritt der Schlauchtruppführer rechts vom Verteiler an und Schlauchtruppmitglied links vom Verteiler. Dass die Führer immer auf der rechten Seite stehen. Ne? Okay. So sieht das jetzt aus. Sollte Zeit sein im praktischen realen Einsatz und die Erkundung ist noch nicht abgeschlossen und es gibt noch keine Einsatzbefehle, kann man hier auch noch mehr hinlegen. Von mir aus kann man das halbe Auto ausräumen. Ne? Also das heißt, wir sind ab hier einsatzbereit. Das heißt, Einsatz mit Bereitstellung. Wir sind bereit, egal was jetzt kommt. Wir haben schon Schläuche hier, Strahlrohre sind da. Es kann gleich Vollgas vorausgehen. Wir sparen richtig Zeit. Okay? Gut. Das heißt, jetzt kann der Gruppenführer und der Melder, wenn die erkundet haben, die einzelnen Rohre auch einsetzen. Ne? Das heißt, grundsätzlich unterstützt jetzt der Schlauchtrupp. Wir sagen dazu auch oft Servicetrupp. Unterstützt jetzt die anderen Trupps bei der Wasserversorgung ab dem Verteiler. Das ist sozusagen jetzt Schlauchtruppgebiet. Das sind da die Spezialisten. So, der unterstützt bei der Herstellung der Wasserversorgung und bedient den Verteiler. Ich zeige euch das mal kurz. Das heißt, im ersten Fall, Angriffstrupp zieht los. Die Schläuche werden weggenommen, werden versorgt, wohin es auch immer geht. Genauso mit dem Wassertrupp, der ist schon weg, der ist schon lange unterwegs. So, und die haben die ganze Zeit dabei unterstützt. Jetzt haben der Angriffstrupp 2 Schläuche verbraucht, der Wassertrupp sind 2 Schläuche weg. Kannst du mal zurückmachen. Die gehen los, kriegen 2 Schläuche. Blub, blub. Wassertrupp geht los, nimmt 2 Schläuche.
Zack. Und das hat alles der Schlauchdruck verlegt. Okay? Sollte jetzt so viel Wasser gebraucht werden, so viel Rohre im Einsatz gebraucht werden, dass der Schlauchdruck auch los muss, dann würde der Schlauchdruck jetzt losziehen. Denn nicht, wenn der Schlauchdruck loszieht in Einsatz und die Schläuche sich selber verbraucht, übernimmt dann der Melder automatisch, wenn er es nicht selber merkt, kann der Gruppenführer ihn auch gern daran erinnern, aber der übernimmt der Melder den Verteiler und bedient ihn, ne? Weil der Schlauchdruck hält gerade zu zweit die Strahlrohre fest. Puh, okay. Ich habe es versucht einfach zu erklären. Es gibt bestimmt viele Varianten und in der Praxis und vielleicht sind es ja nicht 2, 3, 4 B-Längen dazwischen. Mag alles sein. Ich wollte erstmal ein grundsätzliches Konzept, das den Unterschied erkennt, erstmal für euch erklären. Ist schwer zu verstehen, ist aber auch schwer zu erklären. Okay? Seht es mir etwas nach. Kommen wir zum nächsten Unterflödrandenfall. Wir sind immer noch beim Unterflödrand. Es kann auch sein, dass die Lage ganz eindeutig ist. Da gibt es einen Einsatzbefehl, der gleich ein bisschen konkrete Informationen enthält. Und zwar Wasserannahmestelle Unterflödrand, wie vorhin. Verteiler eine B-Länge hinter der Pumpe, hatten wir eben auch noch. Und jetzt wird es konkret. Angriffstrupp. Jo. Zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum Haupteingang über den Hof vor. So. Und dieses vor zeigt euch nämlich, das ist ein Einsatz ohne Bereitstellung. Da bin ich lange rumgeeiert im Verteiler, das ist so klar, das brennt da vorne und das muss schnell gehen. Ohne Bereitstellung, Vollgas. Okay. Ist ähnlich wie vorher. Zumindest die Folie ist genau gleich. Ich wiederhole es noch ganz schnell. Melder rüstet sich aus mit einer Handlampe und bleibt immer der Schatten vom Gruppenführer und wartet darauf, dass der Gruppenführer ihm endlich ein paar Aufträge gibt. Der Maschinist, bevor jetzt natürlich der Maschinist was macht, wenn wir einkommen in der Einsatzstelle, ist der Maschinist auch der, das könnte man eigentlich dazu schreiben, der auch die Einsatzstelle absichert. Ne? Das geht um eure Sicherheit. Ne? Warnblink, Licht, Blaulicht, okay. Motor laufen lassen. Der Maschinist ist der, der das Sammelstück um Kupplungsschlüssel aus dem Auto holt, der alle Kappen entfernt, der montiert das Sammelstück für den Unterflödrandeinsatz. Er verbindet den dort liegenden B-Schlauch in Richtung Standrohr. Haben wir vorhin drüber gesprochen, weil wenn der Wassertruppmann das Standrohr aufdreht, kommt Wasser. Wenn er seine Pumpe nicht ran hat, okay. Er kuppelt dann den B-Schlauch an den Pumpenausgängen an, wo richtig Druck drauf ist und antwortet auf den Zuruf des Wassertruppführers, der gerade Wassermarsch gerufen hat, antwortet er mit verstanden und dreht auf. Das ist wie vorhin. Bei dem Einsatzbefehl hat der Angriffstrupp ja eine Botschaft bekommen. Das heißt, der Angriffstrupp hört jetzt ganz genau zu, was der Gruppenführer ihm sagt. Und das kann auch unterschiedlich sein, ne? Egal. Angriffstruppführer wiederholt den Einsatzbefehl mit, was immer befohlen wurde, und endet damit auch mit vor. Das ist wichtig, dass er das korrekt wiederholt. Weil es kann auch sein, dass es in der Lautstärke, Verkehr, Straßenverkehr, Lautstärke, alle brüllen rum, das nicht richtig verstanden hat. Und er will dann zum hinteren Eingang des Gebäudes. Dann sagt er, nein, nein, dann sagt der Gruppenführer, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum Haupteingang über den Hof vor. Ah, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr auf dem Haupteingang über den Hof vor. Jawohl. So, ne? Dafür ist das Wiederholen da. Es ist nicht schlimm, wenn man es anfangs falsch verstanden hat. Es ist nur schlimm, wenn man es trotzdem falsch macht, obwohl man es richtig gesagt hat. Ne? Okay. Rüstet sich mit einer Handlampe aus und Schlauchhalter. Setzt dem Verteiler da, wo es befohlen wurde, eine B-Länge hinter der Pumpe, rückt vor bis zum vom Gruppenführer befohlenen Ort, das ist nämlich der Haupteingang, geht auch über den Hof, nicht über den Zaun oder über die Leiter, sondern geht direkt über den Hof. Und nachdem er das Strahlrohr angekuppelt hat, weil der kriegt gleich die Schläuche gleich vom Schlauchtrupp, kommt gleich, ne? Mit dem Angriffstrupp Mann. Man hält auch zu zweiten Strahlrohr. Egal welches, auch ein Hohlstrahlrohr. Ne? Hebt er die Hand und gibt erste Rohr Wassermarsch zum Schlauchtruppführer. Jetzt ist jetzt zweimal das Wort Schlauchtrupp gefallen, kommen wir gleich zu. Ne? Rüstet sich mit dem Strahlrohr und Schlauchhalter aus, folgt dem Angriffstruppführer zu dem Ort, nämlich zum Haupteingang. Er hält vom Schlauchtruppmann die C-Kupplung und von der Schlauchreserve, wie gesagt, zum Schlauchtrupp kommen wir gleich,
also kriegt die überreicht und kuppelt seinem Strahlrohr an, hält das Strahlrohr im Einsatz mit fest. Ne? Die halten das ja zu zweit. So, das heißt, die haben den Verteiler hingelegt, nämlich der Angriffshubführer. Ne? Und sind mit Strahlrohr losgelaufen an den, hier müsste jetzt der Haupteingang eigentlich richtigerweise sein, ne? Stehen jetzt am Haupteingang. Hier ist der Hof. Da sind die lang gegangen. Okay, da stehen die. Kommen wir erstmal zum Wassertrupp. Der Wassertruppführer, genau dieselbe Folie wie vorhin. Okay, stehen die. Ihr erinnert euch, gut. Und danach treten sie rechts vom Verteiler an, wie vorhin, auf der Seite vom zweiten Rohr. Nicht denken, weil die Stelle hier frei ist, weil der Angriffsrohr nicht da ist, stellen die sich dahin. Nein, die stellen sich an die rechte Seite. Ordnung muss sein. Ne? Und die haben natürlich vorher Standrohr gesetzt, die Schläuche verlegt, angekuppelt, Wassermarsch gegeben. Das hat der Wassertrupp gemacht. Das ist alles Wassertruppbereich hier unten. Und Maschinist natürlich. So. Schlauchtrupp ist jetzt ein bisschen spannender. Vorhin musste er nur 6 Schläuche hintragen. Jetzt muss er ein bisschen mehr machen, weil da hinten warten ja die Angriffstruppkollegen. So. Er nimmt nach wie vor 3 Schläuche aus dem Auto. Der Schlauchtruppführer legt davon 2 ab. Der braucht nur 1 festhalten. Er nimmt 1 Schlauch und behält ihn in den Arm und geht gleich auf halbe Strecke Richtung Angriffstrupp. Seht ihr gleich im Bild. Der Schlauchtruppmann oder Mitglied oder Schlauchtruppfrau nimmt auch 3 Schläuche, legt aber nur einen weg, muss 2 Schläuche behalten. Die muss ein bisschen mehr schleppen. Und geht bis zum Angriffstrupp vor, nicht nur auf halbe Strecke, die muss ganz hin. Warum? Seht ihr gleich. Das ist die aktuelle Situation. Die Wassertrupp steht hier. Angriffstrupp wartet vorne und wartet jetzt auf den Schlauchtrupp. Der Schlauchtruppmitglied oder das Schlauchtruppmitglied hat jetzt 2 Schläuche dabei und Schlauchtruppführer steht hier in der Mitte zwischen Verteiler und Angriffstrupp. Steht hier ungefähr in der Mitte und hat 1 Schlauch dabei. So, jetzt geht das so: Der Schlauchtrupp, das Schlauchtruppmitglied rollt jetzt. Ich habe das mal da unten weggenommen. Wir konzentrieren uns jetzt nur mal auf den Verteiler, Schlauchtruppführer, Schlauchtruppmitglied und den Angriffstrupp, damit er das jetzt ein bisschen größer, damit er das besser erkennt. Also, Schlauchtruppmitglied rollt den ersten Schlauch einfach aus und übergibt die Kupplung an den Angriffstrupp. Meistens Angriffstruppmitglied, der kuppelt dann an, der kann ein bisschen arbeiten. Okay? Ein Schlauch ist schon mal weg von dreien. So, der Angriffstrupp kuppelt das Strahlrohr an. Und der Angriffstruppführer, der beobachtet ja das Ganze, sieht das alles fest, ruft zum Schlauchtruppführer, ruft, also redet nicht mit dem, nein, er ruft zum Schlauchtruppführer quer über den Platz, über den Hof, erstes Rohr, nicht zweite, nicht dritte, nicht fünfte Rohr, erstes Rohr Wassermarsch. Und er antwortet natürlich verstanden. In dem Moment, wo der sagt verstanden, klatschen hier 2 Schläuche noch auf den Boden, einmal den vom Schlauchtrupp, den zweiten, den er hatte. Und der vom Schlauchtruppführer, die rollen die jetzt erstmal aus. Also dieser Schlauch, diese Schlauchreserve, die ist nur für den Angriffstrupp. Das heißt, die Kupplung, die hier war, die bleibt da liegen, wird nicht weggezogen. Dann wird hier sozusagen der zweite Schlauch ausgerollt. Der Schlauchtruppführer rollt seinen Schlauch auch, alle rollen Richtung Verteiler aus. Okay, und jetzt werden die beiden natürlich, nachdem sie ausgerollt haben, so ein bisschen rübergehen. Das heißt, der Schlauchtrupp, das Schlauchtruppmitglied würde hier die Kupplung rankuppeln, nachdem er ausgerollt hat, erstmal hier festmachen, dann geht er hier vorne hin und verbindet das Ende vom Schlauchtruppführer und bleibt da gleich stehen. Der Schlauchtruppführer, der hier stand, hat natürlich den Schlauch ausgerollt, geht natürlich dem Schlauch hinterher, kuppelt hier einen Verteiler an und blickt in Richtung Einsatzstelle. Wenn Sie mit dem Schlauchtruppmitglied sich einig sind, der macht die Schlauchaufsicht, dreht er auf und gibt dann beim ersten Rohr Wassermarsch. Ne, er gibt dann Wasser. Und er hier hat die Schlauchaufsicht. Okay? Das heißt, jetzt wird es ein bisschen zusammengefasst. Ist das das Bild, was wir haben? Hier Wasserversorgung aufgebaut, bis ein Verteiler. Das erste Rohr im Einsatz. Mittlerweile hat der Schlauchtruppführer schon aufgedreht. Hier ist Druck drauf. Und der Angriffstrupp kann fleißig löschen. So.
Das war schon zum Unterfüllrand. Wie gesagt, einfach mal machen, vielleicht nochmal zurückgucken, nochmal in Ruhe, nochmal durchschauen. Ergibt Sinn, ne? Und wir hätten jetzt hier noch Schläuche, um hier noch einen Wassertrupp einzusetzen, ne? Der könnte auch nochmal in die andere Richtung auch nochmal losgehen. Also mit diesen 6 Schläuchen kann man schon viel bewegen. Okay. Nächste Situation. Hier oben hat sich was geändert. Offenes Gewässer. Jetzt kommen wir zum offenen Gewässer und zwar Einsatz mit Bereitstellung. Der Einsatzbefehl klingt dann Wassernahmestelle offenes Gewässer. Das sage ich natürlich auch. Nicht Unterflödrand, auch wenn da einer ist. Wenn der Gruppenführer sagt offenes Gewässer, dann ist offenes Gewässer angesagt. Ne? Wer weiß, was der sich denkt, muss er nicht jedem erklären. Verteile eine B-Länge hinter Pumpe, das ist gleich. Angriffstrupp verlegt B-Leitung. What? Wird er gleich sehen, warum das so raffiniert ist. Ne? Kann man mitbefehlen. Muss nicht. Das ist ein Kann. Okay? Angriffstrupp verlegt B-Leitung. Also muss Angriffstrupp aber mal arbeiten. Normalerweise setzt der Angriffstrupp nur den Verteiler. Aber da die mit dem offenen Gewässer Wassertrupp und Schlauchtrupp gleich so viel zu tun haben, zeitlich, hat der Angriffstrupp locker Zeit, noch die B-Leitung zu verlegen. Deshalb ein guter Gruppenführer befiehlt das gleich mit, verlegt die B-Leitung selbst. Wenn nicht, der Angriffstrupp auch noch Zeit braucht, um sich vielleicht PA einzulegen. Das kann auch sein. Also bis sie alles aufgesetzt haben und kann auch viel Zeit ins Land gehen. Das ist lagerabhängig. Ein Beispiel von mir, um euch ein bisschen auf die nächste Stufe zu bringen. Also Angriffstrupp verlegt B-Leitung, zum Einsatz fertig. Und das ist so dieses, erstmal Ruhe. Zum Einsatz fertig heißt nämlich Einsatz mit Bereitstellung. Nicht unbedingt langsam, aber kontrolliertes Rangehen, okay? Gut. Nochmal, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, ein Einsatz mit Bereitstellung ist halt einfach die Gelegenheit, wenn die Lage nicht klar ist, die Zeit zu nutzen, bevor jetzt der Gruppenführer vorne am Auto ist und wer nur 5 Meter weggeht und guckt. Nein, nutzt die Zeit, baut eine Bereitstellung auf, macht Wasser hin, dann kann er danach immer noch gucken und sagen, was dann kommt. Ne? Dann seid ihr schon mal bereit. Weil die Zeit Wasserversorgung aufbauen müsst ihr eh. Okay. Fangen wir an mit dem Angriffstrupp. Die haben einen kleinen Befehl bekommen. Die würden das natürlich auch wiederholen. Bestätigt den Einsatzbefehl und verlegt B-Leitung selbst zum Einsatz fertig, würden die eigentlich sagen. Das ist nicht ganz korrekt hier. Ist euch ja natürlich aufgefallen. Ne? Bestätigt den Einsatzbefehl, Angriffstrupp verlegt B-Leitung selbst zum Einsatz fertig. Das hat der Gruppenführer, geile Truppe. Handlampe, Schlauchhalter und setzt den Verteiler an den befohlenen Ort, nämlich eine B-Länge der Pumpe. Okay, Angriffstruppmitglied rüstet sich aus mit Strahlrohr und Schlauchhalter. Ein Strahlrohr brauchen sie ja dann, ne? Rollt den B-Schlauch, weil es ja befohlen wurde, macht jetzt Angriffstruppmitglied, B-Schlauch von der Pumpe zum Verteiler und kuppelt gemeinsam mit Angriffstruppführer den Verteiler an. Zu zweit geht immer besser. Ne? Geteiltes Leid ist halbes Leid. So. Und B-Rohr, also B-Schläuche kuppeln, muss man so zu zweit machen. Okay. Soweit dazu. Das heißt, folgende Situation. Angriffstrupp verliert sich B-Leitung selbst, haben auch angeschlossen, aber noch kein Wassermarsch gegeben. Das ist Wassertruppgebiet. Die können zwar ein bisschen helfen, aber sich nicht einmischen. So. Das heißt, die drehen natürlich wie vorhin rechts vom links vom Verteiler am ersten Rohr, Führer rechts, Mitglied links. Okay. Wassertrupp, kommen wir jetzt zu, die hier gleich stehen werden. Die haben ein bisschen mehr zu tun. Das habe ich jetzt in meinen 2 Folien gemacht. Ist nicht so dramatisch. Wassertruppführer. Nachdem der Angriffstruppführer zum Einsatz fertig gesagt hat, ne, bestimmt der Wassertruppführer, weil der hat auch was zu melden, wie viele erforderliche Saugschläuche er braucht. Saugschläuche sind diese 1,60 Meter langen dicken A-Dinger, ne? Die so formstabil sind. Ihr erinnert euch. Saugschläuche, Saugrohre. Ne? 4 Saugschläuche geben 1 Sauglänge. Nur wegen der Wortwahl. Okay. Saugschläuche, Saugrohre sind für mich in Ordnung. So. Und er sagt dann, 4 Saugschläuche erforderlich. Was sagt er, wenn er nur 3 braucht? Okay, nimmt einen Saugschlauch, einen von 4, meistens haben wir 4 auf dem Auto, manche auch 6, aber nimmt einen Saugschlauch und legt ihn erstmal vor der Pumpe ab. Wer in welcher Reihenfolge den vor der Pumpe ablegt, ist in der Praxis eigentlich egal. Hauptsache, ihr kommt euch ins Gehege,
Wer als erstes da ist, legt natürlich gleich eine Pumpe hin und dann baut ihr so auf. So. Kuppelt mit dem Wassertrupp-Mitglied, weil Wassertrupp sind hier die Kuppler. Das sind die, die Wasserexperten sind. Ne? Also kuppeln, die Kupplungen anfassen, die das zusammendrehen, das macht alles der Wassertrupp, nicht der Schlauchtrupp gleich. Die helfen nur ein bisschen mit. Aber der Wassertrupp ist ihr Chef. Okay? Das heißt, er kuppelt mit dem Wassertrupp-Mitglied, weil das ist ein Profimann. Die Saugschläuche, wichtig, vorwärts ein- und austreten. Denkt an UVV. Nicht so eintreten und wieder rückwärts raus. Nein. Vorwärts eintreten, vorwärts raus. Okay. Und nicht rückwärts gehen. So. Wassertruppführer, was macht er noch? Ihr wisst vielleicht, es gibt so einen Knoten, den man im Saugkorb macht. Den macht er natürlich nicht, viel zu kompliziert oder unter seinem Niveau. Wie auch immer, er macht nur die Ventilleine fest, weil das ist nochmal was Wichtiges für später. Eine Ventilleine ist Wassertruppführersache. Wenn er die festgemacht hat, kommt später dazu, wann das ist, ruft er natürlich vor sich Leine, nur so zur Erinnerung, und wirft den Leinenbeutel da in die Richtung. Ne? Okay, der Wassertruppführer führt und leitet natürlich das gesamte Saugleitungshandling. Ne? Das heißt, was später passiert, Saugleitung hoch und Saugleitung zu Wasser, das sind seine Kommandos, er ist da der Chef. Okay, danach, wenn die Wasserversorgung aufgebaut ist, wir spielen das mal praktisch durch. Also offenes Gewässer mache ich lieber in der Praxis mit 4 Kameraden oder 5 Kameraden. Zeige ich euch noch mal demnächst. Dann ist das klarer. Ne? Nur vom Ablauf, wer was macht. Und er rüstet sie mit Handlampe und Schlauchhalter aus und sichert den vom Angriffstrupp bereits gesetzten, also vom Angriffstrupp bereits gesetzten Verteiler mit dem Fuß oder wie auch immer und gibt Wassermarsch. Ne? Das macht nicht der Angriffstrupp, wie gesagt, das macht der Wassertrupp. Okay. Meldet Wassermarsch zum Maschinisten. Das war der Wassertruppführer. Wassertruppmitglied nimmt einen Saugschlauch und legt es vor der Pumpe ab, wie die anderen auch alle, die jetzt kommen. Danach kuppelt er zusammen mit dem Wassertruppführer die Sauglängen oder die Saugschläuche zu einer Sauglänge. Ne? Wichtig, vorwärts ein- und austreten. Das sehe ich immer wieder, dass es nicht gemacht wird. Und auch nicht über die Saugleitung so rüberlaufen. Na egal. Kommen wir in der Praxis zu. Jetzt muss Wassertruppmitglied den Mastwurf oder Zimmermannsknoten, aber in der Regel machen wir Mastwurf am Saugkorb und macht dann die Sicherungshalbschläge, natürlich Mastwurf mit Spierenstich und dann die Sicherungshalbschläge um die Saugschläuche vor die Kupplung, dass wenn die sich lösen, das alles nicht verloren ist im Wasser. Ne? Okay, wenn das fertig ist, das Ende wird zur Pumpe mit Vorsicht Leine geworfen, man sagt ja auch, also Wassertruppführer war es mit der Ventilleine. Er macht es mit der Leine, mit der er die Halbschläge gemacht hat. So, unterstützt beim Saugleitungshandling an TS, kuppeln und zu Wasser lassen, ist er natürlich mit dabei und hilft. Rüstet sich danach mit Handlampe und Strahlrohr eigentlich aus. Man muss noch ein paar Fehler drin haben, das regt ein bisschen zum Nachdenken an. Ne? Okay, rüstet sich damit aus, also Strahlrohr und dann geht das los. So, und jetzt sehen wir hier nochmal, wunderschön gemalt, Saugkorb mit Mastwurf, die Halbschläge festgeknotet vom Maschinisten und die Ventilleine, Vorsichtleine. Ne? Das ist aufgebaut, wird natürlich dann noch zu Wasser gelassen. Die B-Leitung war ja schon vom Angriffstrupp verlegt, aber Wassermarsch gegeben, Fuß drauf, hat dann der Wassertruppführer. Ne? Gut. Und meldet sich natürlich auch, Wassertrupp einsatzbereit. Also alle, die hier vorne antreten, merken sie, mehr, also wenn der Angriffstrupp und der Wassertrupp hier vorne antreten, melden sich einsatzbereit. Der Schlauchtrupp braucht das erstmal nicht. So, das war das. Kommen wir zum Schlauchtrupp. Nimmt auch ein Saugrohr, oder ich habe extra Saugrohr genannt, ne, Saugschlauch, und legt es vor der Pumpe ab. Und er unterstützt jetzt nur den Wassertrupp, ne, beim Kuppeln. Er hält nur ein bisschen hoch, dass sie nicht verkanten. Er hilft da ein bisschen mit, dass es auch so schwer ist. Und wenn sie Knoten ein bisschen hochheben. Der Schlauchtrupp ist da wirklich nur rein Service-Dienstleister. So, und unterstützt beim Saugleitungshandling. Und der Schlauchtruppführer befindet sich beim Kuppeln hinter dem Wassertruppführer. Das heißt, beide Führer, wenn die kuppeln, gucken Richtung Pumpe. Okay? So, Schlauchtruppmitglied das gleiche. Legt ein Saugrohr ab, unterstützt den Wassertrupp nur beim ganzen Saugleitungshandling und
Befindet sich beim Kuppeln hinterm Wassertrupp Mitglied. Okay. Und nimmt dann 3 C-Schläuche und legt sie am Verteil ab. Habe ich vorhin, glaube ich, beim Mann nicht gesagt. Natürlich legen die ihre 3 Schläuche ab, weil es eine Bereitstellung. Ne, die müssen insgesamt wieder 6 Schläuche mindestens hinlegen, dass sie auch gleich Hacken hinterhauen können, wenn es weitergeht. Ne? Das heißt, das sieht dann wie folgt aus. Das ist natürlich immer noch aufgebaut. Die haben ja die 3 Schläuche rechts, 3 Schläuche links liegen. So ein bisschen dahinter weg, dass sie nicht darüber stolpern, die Leute. Und stehen ja fröhlich, als wäre es ein ganz normaler Unterflöhlrandeinsatz, alles wie gehabt. Treten da rechts und links vom Verteiler an und alles, die Welt ist schön. Das war es eigentlich schon ganz groß und ganzen. Kommen wir nochmal kurz zum Melder. Rüstet sich genau wie bei einem Fall auch aus mit einer Handlampe und ist der ewige Begleiter des Gruppenführers. Und wartet nur auf einen schönen Einsatz. Maschinist muss am Anfang ein bisschen auch, natürlich unterstützt er immer beim Entladen des Fahrzeugs. Wenn jemand nicht weiß, wo ist der Saugschlauch? Hier. Ne? Oder macht die Türen auf, was weiß ich. Also legt Saugkorb am Anfang, das ist auch nochmal wichtig, den Saugkorb und die beiden Leinen, also Ventilleine und die Halteleine für die Saugleitung, die legt er erstmal gleich hin, damit die Knoten machen können, den Mastwurf, die Ventilleine festmachen können und natürlich auch den Saugkorb vorne ankuppeln. Ne? Die 4 Leute tragen die Saugschläuche und der Maschinist trägt den Saugkorb, der vorne rankommt. Ne? Okay. So, danach, wie sonst auch, entfernt alle Kappen von der Pumpe, das hat technische Hintergründe. Und unterstützt beim Ankuppeln, das heißt, wenn die Saugleitung fertig zusammengebaut ist dann, und verschnürt ist, dann hilft der Maschinist am Ende mit an, das an der Pumpe anzukuppeln. Okay? Wenn er das gemacht hat, natürlich sehen die es, die stehen alle hinter ihm und er ist vorne am Festmachen. Natürlich, wenn er fertig ist, signalisiert er das, indem er sich nach hinten kurz die Hand hebt und ruft, fertig, damit es auch der Wassertruppführer, der ziemlich weit hinten steht, auch mitbekommt, ne? Weil danach geht der Wassertruppführer weiter in seinen Ablauf. Okay, wichtig, nachdem Wassertrupp und Schlauchtrupp komplett, wenn die weg sind, wenn die den Pumpenbereich verlassen haben, erst dann sichert er die Sicherungsleine, das ist zum Beispiel die Teile, also diese Halbschlagleine macht man ja an der Pumpe fest mit dem Knoten. Bitte nicht, während die Leute noch rumlaufen und dann schon die Leine ziehen und alle fallen rüber, sondern warten, bis alle weg sind, hat der Maschinist ewig Zeit, um das zu machen. Okay. Ja, danach kuppelt er durch den B-Schlauch an den Pumpenausgang an und antwortet auf den Zuruf des Wassertruppführers mit verstanden bei Wassermarsch. Ne? So, das ist ein kleiner Fehler. Fehler müssen sein, wie gesagt. Gut. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir werden da nochmal ein paar praktische Videos machen. Vor allem das Kuppeln, da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich auch, glaube ich, eine ganz gute Truppe, die damit kuppeln kann und wo es eigentlich logisch ist, wie es läuft. Ja, das heißt, jetzt haben wir schon die ersten 2 Videos durch. Das wisst ihr. Ihr wisst jetzt den Unterschied zwischen Unterflöder und offenes Gewässer. Beim Teil 3 würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Dann geht es um den Unterschied zur technischen Hilfeleistung nach der FEDV3. Ich freue mich über eure ganzen Abos. Ne, und ich weiß, es ist mal lästig, wenn man nicht angemeldet ist bei YouTube, das zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das trotzdem macht und mich mal abonniert. Die es noch nicht gemacht haben, über ein Gefällt mir freue ich dann mich noch am meisten. Und danke mal für die ganzen netten Kommentare der letzten Tage. Also das ist so für mich so ja, der Antrieb, warum ich jetzt auch vom Sofa runter bin und stehe jetzt hier im Feuerwehrhaus und mache für euch einen Unterricht. Okay, super. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Euer Feuerwehrwilli.